Hallo und herzlich willkommen zu Friday Night SmackDown. Endlich geht es wieder ab im blauen Lager unserer WWE. Blaues und rotes Lager gibt's, dann gibt's auch das gelbe Lager, aber da geht's eh immer zur Sache. Tyson Kidd hat Luke Buss besiegt. Hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, aber wir sehen, einige gewinnen momentan gegen Luke Buss. Der scheint nicht mehr in der guten Form zu sein wie am Anfang. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Tyson Kidd hat ja gewonnen und der ist auch heute bei SmackDown auf der Karte, aber nicht in einem Live-Match. Wir fangen mal an mit Match Nummer 1. Jack Swagger versus Alberto Del Rio. Die beiden haben beide ein Match gefordert und habe ich gesagt, packe ich es halt zusammen in dieses Match rein. So haben sie beide mal ein Match auf der Karte und können sich jetzt schon mal beweisen. Alberto gegen Jack Swagger. Ich tippe auf Jack Swagger. Ja, aber Alberto Del Rio gewinnt, okay. Ja, Del Rio, den kann ich so schlecht einschätzen. Ich habe immer das Gefühl, der hat richtig viel drauf, aber wenn es dann ernst wird, ums World Title Match zum Beispiel, dann schafft das nicht. Match Nummer 2. Die WWE hat geplant oder wollte es ursprünglich bei WrestleMania mal bringen, so war die Idee. Jeder erinnert sich natürlich noch an das WrestleMania Match von den beiden vor einigen Jahren. Daniel Bryan gegen Sheamus. Match Nummer 2, eigentlich schon fast schade, dass wir uns dieses Match nicht ansehen, aber man kann ja nicht jedes Match gucken. Bryan gegen Sheamus, ich tippe auf den ehemaligen World Champion Sheamus. Aber Bryan gewinnt, bisher zweimal falsch. Match 3, Tyson Kidd gegen Kofi Kingston. Ich bin mir sicher, Tyson gewinnt. Nach dem Sieg gegen Buss muss der das jetzt einfach machen, aber auch der verliert. Drei Tipps falsch. Und dann kommen wir jetzt zu Match Nummer 4 und Match Nummer 5. Kommt gleich ein eingefügtes Bild an dieser Stelle. Match 4, ihr könnt es gerade eh nicht sehen, ist R-Truth gegen Seth Rollins. Ja, R-Truth und halt generell The Big Truth, die gehen momentan richtig, richtig gut ab. Keine Ahnung, was mir in die gefahren ist. Sonst waren R-Truth und Big E eher so Kanonenfutter. Aber seit neuestem, seitdem sie halt das Tag Team sind, ich habe es ja erklärt im Livestream, was da passiert ist. Letzte Woche haben sie The Shield besiegt und deswegen heute das Match R-Truth gegen Seth Rollins. Und wer es noch nicht gesehen hat, die Matchcard für den SummerSlam steht ja mehr oder weniger schon fest. Ich möchte sie an dieser Stelle einmal nochmal kurz aufrufen, denn das Opener-Match, die Pre-Show, wird schon sein. The Big Truth versus The Shield wird sehr interessant, deswegen auch jetzt dieses Match hier, einfach um nochmal diese Fehde da ja zu vertiefen. Gefolgt dann im Opener von Cesaro versus, und das Match werden wir nächste Woche bei SmackDown sehen, entweder Bad News Barrett oder Cody Rhodes oder Big E Langston, der sich ja das Match im, also dieses Number One Contender Match verdient hat. Triple Threat, der Sieger trifft auf Cesaro beim SummerSlam. Dann natürlich Special Guest Referee Match, Rusev gegen Mark Henry, ganz klar. WWE Tag Team Championship, die Usos gegen Age of the Fall, also Luke Buss oder und Ric Flair. Ja, oder halt Razor und Jack Steel, das Match werden wir bei Raw sehen. Dann das Legend Killer Match von Randy Orton. Ja, dann gefolgt noch von der Kane vs. Bray Wyatt Fehde. Und im siebten Match, im Main Event, Iron Man No Disqualification Match, Batista gegen CM Punk. Der Sieger wird Number One Contender auf den WWE-Titel von Roman Reigns. Ja, und dann kommen wir jetzt hier dann doch mal zu dem ersten Match. R-Truth gegen Seth Rollins. Und ich tippe in diesem Match auf Seth Rollins, weil der Shield, oder zumindest Seth Rollins als Teil vom Shield muss jetzt einfach mal zeigen, The Shield ist nicht hier, um wieder unterzugehen, wie im letzten Jahr. Die wollen wieder an ihr Gold, wie auch im letzten Jahr, aber da haben sie ja auch relativ schnell wieder die Titel abgeben müssen. Ja, und die The Truth had set me free, das passt wirklich zu R-Truth. Der geht in letzter Zeit richtig gut ab. Die beiden heute im Ring sind ja die, die letzte Woche quasi das Match entschieden haben. Big E hat ja quasi die ganze Zeit den Gegner geschwächt. Dann hat er gewechselt zu R-Truth. Der ist reingekommen zum Ring, hat das Little Jimmy gezeigt und dann war es vorbei. Seth Rollins wurde gecovert. Da war ich richtig aus dem Häuschen. Ich dachte, Seth Rollins gewinnt, hat er aber nicht geschafft. Und deswegen kriegt er jetzt hier die Chance. Ach, ich habe vergessen, Seth Rollins einen richtigen Entrance zu geben. Ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Ja, der hat noch nicht so das Shield-Lied. Ja, ist seine Benutzer, also sein, wie nennt man das, benutzerdefinierter Einzug, den ich für den Livestream benutzt habe. Muss ich noch ändern, muss ich mir jetzt mal hier direkt aufschreiben. Aber dafür jetzt die Aufnahme neu zu starten, sehe ich gar nicht ein. Und dann geht's jetzt los. Seth Rollins gegen R-Truth. Und ja, R-Truth hat natürlich den Vorteil, er weiß, er hat letzte Woche Seth Rollins besiegt, wie ich gerade gesagt habe. Aber trotzdem, ich glaube, Seth Rollins wird das Ding hier machen.
Und im Main Event haben wir dann ein Tag Team Match. Ursprünglich war geplant John Cena versus The Big Show. John Cena, erstes Match seit langer, langer Zeit gegen The Big Show. Die beiden, die ja quasi immer die vielen Matches so, dann haben wir gesagt, packen wir zusammen in ein Match. Aber eben wurde dann bekannt gegeben, es wird zu einem Tag Team Match. Big Show taggt mit Rey Mysterio. Einfache Begründung. Es stand auch irgendwo in den Kommentaren, wer es von euch nicht gelesen haben. Big Show und Rey Mysterio wollten ein Tag Team Match, wollten beweisen, dass sie nicht die Clowns sind, über die sich alle lustig machen, dass sie immer noch was drauf haben. Und genau dieses Match gibt's dann. Cena scheint auch einen Tag-Team-Partner gefunden zu haben. Wer das ist, keine Ahnung, gucken wir gleich mal. Cena hat sich da bestimmt jemanden guten, ja, als Partner ausgesucht, weil Cena sucht sich bestimmt keinen Santino Marella aus, würde ich mir jetzt mal zumindest nicht glauben. Vielleicht Roman Reigns oder wer würde denn passen? Rey Mysterio? Big Show? Wer hatte denn eine Fehde? Tylus O'Neil passt schlecht zu Cena. Ja, werden wir gleich sehen, wer es dann ist. Und wie gesagt, bei Raw, das wird der Oberhammer. Diese Raw-Ausgabe erwarte ich richtig viel von, was ich da geplant habe. Erst werden wir halt Age of the Fall, Luke Bass und Ric Flair versus Razor und Jack Steel, die NXT Tag Team Champions, erstes Mal bei Monday Night Raw sehen. Und danach, wie gesagt, Bo Dallas versus Kane, Rematch für Kane sozusagen. Also nicht Rematch, sondern er bekommt einfach nochmal die Chance, sagen wir so. Und jetzt kann er Bo Dallas nämlich richtig fertig machen. Aber wir wissen ja, diese Kopfspielchen von Bray Wyatt, die hat er ja schon von Anfang an gegen Kane gebracht. Und sie gehen halt immer, immer weiter. Und Kane muss jetzt einfach mal den Deckel drauf machen. Und dann denke ich, wird Kane diese Fehde gewinnen gegen Bray Wyatt. Schätze mal, beim SummerSlam, Kane gegen Bray Wyatt. Wir wissen es ja noch nicht genau, aber ich denke mal, das Match wird kommen. Ja, da im Publikum ein Shield-Fan. Klar, hier gibt es Shield-Fans, aber bestimmt auch The Big Truth. Ich bin, wie gesagt, für Seth Rollins. Einfach, ich mag The Shield. Eine meiner Lieblingsgruppen in den letzten paar Jahren bei der WWE. Dann danach, davor kommt eigentlich nur Nexus und noch nur ganz am Anfang. Obwohl, ich fand Nexus mit CM Punk auch ganz cool, muss man ehrlich sagen. Aber sonst, ich halte generell nicht so viel von Tag Team. Auch die Usos persönlich in der wirklichen WWE feiere ich nicht wirklich. Ich feiere eigentlich nur Cesaro und Tyson Kidd momentan, für die Leute, die sich vielleicht fragen, ja, was mag Luca Rano eigentlich in der wirklichen WWE besonders? Ja, das war es auch im Tag Team-Bereich schon. Die anderen Tag Teams sind nicht wirklich mein Fall. Mistau gibt es ja jetzt nicht mehr, also Team Mistau, denke ich mal. Ich fand sie ganz cool, aber wie gesagt, richtig, richtig gut finde ich nur Cesaro und Tyson Kidd. Usos finde ich persönlich sehr, sehr langweilig. So, und jetzt Seth Rollins schickt da R-Truth in die Ecke. Und die Aktion kennen wir. Und die hat Chris Jericho die Niederlage beschert. Die Powerbomb in die Ringecke gegen R-Truth und direkt das Cover wie gegen Jericho. 1, 2, 3. Und das ist der Sieg für Seth Rollins. Seth Rollins pinnt R-Truth wieder nach der Powerbomb. Heilige Kacke. Also Seth Rollins gewinnt schon wieder ein Match durch Powerbomb. Ja, ich weiß, die Musik ja leider nicht mit reingeschnitten. Das habe ich leider blöd editiert, habe ich vergessen. Aber Sieg für The Shield. Natürlich würde jetzt die Shield-Musik noch besser passen. Kann man nichts machen, aber Seth Rollins ist heiß, das sehen wir. Und dann kommen wir jetzt zum Tag Team Main Event. Rey Mysterio und The Big Show. Zusammen gegen Cena und halt seinen Partner. Bin mal gespannt. Und ich bin jetzt einfach mal in diesem Match für Cena und seinen Partner. Denn wir wissen ja alle, eigentlich sackt Cena ja richtig. Und Big Show sackt noch viel mehr. Aber beide gegeneinander, da muss man sich ja für einen entscheiden. Und ich entscheide mich jetzt für Cena. Und da kommt Big Show. Ja, dem geht das richtig auf die Eier. Dass alle sagen, ja, Big Show, der verliert nur alles. Big Show ist nicht mehr ernst zu nehmen. Und deswegen hat er sich mit Rey Mysterio zusammengetan, der ja genau dasselbe Schicksal momentan hat. Alle machen auf Rey Mysterios Kosten Scherze, weil er halt jedes Match bisher verloren hat, außer eins. Ist einfach so. Und jetzt tun sie sich für heute Abend mal zusammen. Und wollen halt allen beweisen, Jungs, wir können auch was. Und da kommt Rey Mysterio. Jetzt haben wir mit Big Show im Ring einen, der von den Fans nicht so gefeiert wird. Aber Rey Mysterio, ich glaube, der kann machen, was er will. Der wird immer von den Fans gefeiert werden. Ist ja nicht mehr bei der WWE, wer es noch nicht wusste. Booyaka, Booyaka, 619, Rey Mysterio aus San Diego, California.
Das ist schon so lustig, wenn man so viele Jahre Wrestling guckt und diese Ansagersprüche schon auswendig kennt. Skype stellt sich immer auf online, ne? Es ist Wahnsinn. So, und da kommt John Cena. Der Chain Gang Commander hat nach dem Titelverlust kein Match mehr bestritten, war von der Bildfläche verschwunden und sein Comeback sollte ja eigentlich erst nach SummerSlam kommen, aber ich dachte mir, bringst du ihn doch jetzt schon? John Cena ist wieder fit. Und da kommt er. Ja, ohne World Title. Er hat ihn verloren gegen Sheamus. Und Sheamus hat ihn ja dann verloren gegen Rusev. Cena kommt zum Ring und er sieht Big Show. Ist irgendwie lustig, Cena und Big Show zu sehen. Wir hatten momentan im Skype-Chat häufiger mal die Chance, Cena sucks und Big Show sucks. Schreibt es wieder in die Kommentare. Einer von beiden suckt bestimmt für euch am meisten. Also für mich suckt Big Show etwas mehr. Wie gesagt, in der wirklichen WWE, ich mag Cena, muss ich ja ehrlich sagen. So, und wer ist John Cenas Partner? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wen hat er sich gesucht? Dolph Ziggler! Der war auch Ewigkeiten nicht in Action zu sehen und jetzt kommt Dolph Ziggler! The Show-Off, Mr. Ja, WrestleMania hätte ich fast gesagt. Dolph Ziggler! Ja, Publikum feiert das natürlich. Rückkehr von Dolph Ziggler. War wirklich lange nicht in den Live-Shows, hatte kein Match. Ich glaube, der war nicht mal auf der Card. Und jetzt kommt er hier als Partner von John Cena. Das ist mal ein Main-Event. Das ist ein krasses Tag-Team-Match. Ja, lässt sich natürlich hier von den Fans noch ein bisschen feiern. Die freuen sich, dass Dolph Ziggler endlich wieder dabei ist. Ja, ich freue mich natürlich auch. Super Sache, dass Dolph jetzt wieder zurück ist. Guckt euch an, wie der das hier genießt. Publikum ist komplett aus dem Häuschen. Ja, wunderbar. Das ist auf jeden Fall ein Tag Team Match, auf das wir uns jetzt freuen können. Jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, ich habe ja jetzt für Cena und Dolph Ziggler getippt. Eben hatte ich recht, Seth Rollins hat gewonnen. Habe ich wenigstens mal einen Tipp richtig. Davor war ich, glaube ich, dreimal falsch. Und Big Show und Cena beginnen direkt. Das ist natürlich mal direkt ein Duell zu Anfang. Kann man mal so machen. Aber Big Show, für den läuft halt wirklich nicht gut. Erst verliert er gegen Titus O'Neil, dann verliert er gegen Batista. Gut, jetzt bei NXT hat er gewonnen. Aber gegen Giuliano Lorenzo sollte man schon gewinnen, wenn man Big Show heißt. Sonst würde ich mir wirklich Sorgen machen. Zum Thema Livestream nochmal. Schreibt mal bitte eure Meinung jetzt wirklich rein. Das ist jetzt wirklich wichtig. Ich will unbedingt streamen. Diesen Sonntag, am 22. geht es ja leider nicht. Auch am Samstag geht es nicht, weil ich gerne den lieben Spongo dabei hätte. Der ist Samstag nicht da, da ich ja GTA Heist spielen möchte. Auch wenn wahrscheinlich jeder die Mission schon gespielt hat. Ich möchte sie sehen. Ich habe sie bisher noch nicht gespielt. Ich habe sie auch noch nicht alle gesehen. Zwar zum Teil schon, aber ich weiß noch nicht bei allen Sachen, wie alles geht. Trotzdem will ich sie noch spielen. Ich habe jetzt so spontan mal den 29. Nachmittag, so ab 3 Uhr ins Auge gefasst. Was machen die denn jetzt? Wechsel? Und Cena schlägt Dolph Ziggler nieder! Ist der komplett wahnsinnig? Was geht denn mit Cena ab? Was ist mit Cena los? Der schlägt Dolph Ziggler nieder und jetzt haben wir das Handicap-Match. Big Show und Rey Mysterio gegen Dolph Ziggler. Das ist ja der Wahnsinn. Was geht denn mit John Cena ab? Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich sagen soll. Dolph gibt richtig Gas da. Ja, aber klar, er hat jetzt ein Handicap-Match gegen sich. Das ist natürlich jetzt ganz suboptimal für Dolph Ziggler. Also wie gesagt, vielleicht der 29. Sonntags ab 15 Uhr oder Samstag ab 15 Uhr. Vormittags wäre für mich auch möglich. Ich setze mich gerne hier ab 10 Uhr hin, aber ich denke mir einfach, man könnte auch dann mittags vielleicht mal eine Stunde Pause machen. Von 1 bis 2 und dann einfach am Nachmittag weitermachen, hätte ich auch Bock drauf. Nur ich bezweifle halt, dass die Leute vormittags online sind. Weiß ich nicht. Also sonntags vormittags geht nicht, aber Samstag, der 28., da könnte ich vormittags und dann eine Pause und dann nachmittags weitermachen. Könnte ich zum Beispiel. Ja, könnte ich, ja. Und so, oder halt sonntags nachmittags, weil abends ist bei mir immer relativ blöd.
Obwohl, muss ich einfach mal gucken. Vielleicht auch der 27. Freitagsabend. Müsst ihr einfach mal reinschreiben. Schreibt mal, wann ihr Zeit hättet, ob ihr dabei wärt. Ich würde, wie gesagt, wieder sagen, WWE House Show und GTA heißt. FIFA erstmal für den nächsten Stream nicht. Danach natürlich wieder sehr, sehr gerne. Aber was geht mit Cena ab? Ist das hier der Heel-Turn von John Cena? Was hat Cena gegen Dolph Ziggler? Ja, vielleicht hat er sich gedacht, ja, hier komme ich zurück zu SmackDown und die Fans feiern mehr diesen Dolph Ziggler als mich. Vielleicht ist John Cena einfach eifersüchtig gewesen in dieser Szene, dass die Fans mehr Dolph Ziggler gefeiert haben als ihn selber. Ich kann es euch aber wirklich nicht sagen. Aber Ziggler, natürlich, stellt euch vor, der gewinnt jetzt hier das Match gegen Rey Mysterio und Big Show. Dann lache ich mich wirklich tot. Aber ich glaube, Rey Mysterio und Big Show sind zu stark. Also zusammen sind sie zu stark. Und das kann Dolph Ziggler nicht schaffen. So, Superplex jetzt vom obersten Seil. Rey gegen Dolph Ziggler. Funktioniert. Moonsault. Jawohl. Ja, Rey will vielleicht das Match jetzt beenden. Könnte ich mir vorstellen. Ja, DDT-Ansatz, aber Konter von Ziggler. Klar, ich würde es mega feiern, wenn Ziggler gewinnt. Aber wirklich, schreibt, was glaubt ihr, was hat das mit Cena hier zu bedeuten, dass der einfach, ja, Dolph Ziggler niederschlägt? Der Wahnsinn, hätte ich nie mitgerechnet. Ich hätte eher damit gerechnet, dass im Gegnerteam bei Big Show und Rey Mysterio Unstimmigkeiten kommen, dass die sich vielleicht nicht verstehen und nachher einer geht einfach oder sowas. Oder halt so eine Attacke, aber bei Cena und Dolph Ziggler, ne, hätte ich niemals mitgerechnet. Wirklich niemals. Und jetzt haben natürlich Rey und Big Show die große, große Chance. Sie wollten allen beweisen, was sie können. Klar, in einem Handicap-Match ist das jetzt nicht so beeindruckend, aber trotzdem haben sie jetzt die Chance, allen zu zeigen, wir können Matches gewinnen. Und so eine Situation, die muss man halt einfach nutzen, auch wenn man halt 2 gegen 1 kämpft. Die muss man dann einfach nutzen. Das ist einfach so, ist nicht schön, der Sieg unbedingt, aber Sieg ist Sieg an dieser Stelle. Und es läuft ja zurzeit richtig gut. So, jetzt wieder Sunset Flip Powerbomb Ansatz von Rey Mysterio. Sunset Flip Powerbomb Cover. 1, 2. Aber nö, Konter von Ziggler. 1, 2. Aber wieder Wechsel von Rey. 1. Nee, aber da kommt Dolph Ziggler dann doch raus. Cover aufgebäumt. Jetzt ist Big Show mit im Ring. Und das Cover von Rey. 1, 2. Aber nein, Ziggler ist noch nicht ganz fertig mit der Welt. Noch kann er rauskommen. Aber ich glaube, lange kann das auch nicht mehr gut gehen. Ziggler ist kurz vor der Niederlage. Sagt mir, was ihr wollt. Aber was macht Rey als nächstes? Muss jetzt vielleicht mal Big Show einwechseln. Oder ihn jetzt covern. Dann vielleicht schon den Sieg. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, schöner Kniestoß von Rey Mysterio. Was hat er jetzt vor? Schickt da Ziggler ins Seil. Aber Ziggler kontert. Das war gut. Stößt da Rey über die Seile. Was kommt jetzt? Rey wieder im Ring. Aber Famesser von Dolph Ziggler gegen Rey Mysterio. Das war jetzt eine Aktion, die vielleicht das Match wieder gewendet hat. Denn jetzt gibt Ziggler Gas. Klar, Big Show ist gerade draußen. Wenn Ziggler jetzt Gas gibt, vielleicht ein Roller gegen Rey, dann könnte das Match vielleicht noch für Dolph Ziggler zu gewinnen sein. Schöne Aktion. Das Publikum jetzt irgendwie auf der Seite von Dolph Ziggler. Klar, die versuchen den zu pushen. Submission holt. Jetzt muss Big Show dazwischen gehen. Rey Mysterio hat abgeklopft. Das darf doch nicht wahr sein. Dolph Ziggler holt den Sieg gegen Big Show und Rey Mysterio. Das darf nicht wahr sein. Ich spule nochmal vor. Das müssen wir uns jetzt nochmal ansehen. Hat der Referee nicht... Hat Big Show es nicht geschafft, das aufzubrechen? Man sieht es nicht gut. Aber da hat Rey anscheinend schon aufgegeben und dann hat Big Show erst das Ganze aufgebrochen. Der Oberwahnsinn. Und jetzt steht Cena wieder im Ring. Ja, okay. Jetzt feiern sie wieder zusammen. Was ist denn mit dem Universe-Modus los? Bei Raw schon so ein komisches Ende. Hier lasse ich das Ende einfach mal. Weil das gefällt mir jetzt persönlich irgendwie besser. Also für mich war es dann doch kein Heel-Turn von John Cena. Keine Ahnung, was das sollte. Aber ich denke mal, die beiden feiern jetzt zusammen. Dolph Ziggler gewinnt ein Handicap-Match gegen Big Show und Rey Mysterio. Leck mich am Arsch. Wie hat er das denn gemacht? Für Big Show und Rey Mysterio geht's weiterhin nicht gut. Ja, nicht gut weiter, so kann man sagen. Ich hoffe, obwohl es wieder mal buggy war. Komisch, Raw und SmackDown beide mit so einem lustigen Bug. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Hell... Yeah!